Im heutigen Video zeige ich dir die Abdeckung, die ich in meinem Online-Shop anbiete. Und damit herzlich willkommen bei Amazonas Becken EU. Mein Name ist Torben Hohmann und ich begrüße euch heute hier vom 4500 Liter Becken bei mir im Wohnzimmer. Ja, und ganz ehrlich, was gibt es für einen schöneren Ort, um hier mal ein neues Produkt vorzustellen? Ich denke mal, da können wir die Fische hier ein bisschen im Hintergrund rumpaddeln lassen und ich zeige euch heute die Individualabdeckung, die ich bei mir im Sortiment führe. Schauen wir hier einmal drauf, wie diese Abdeckung bei euch einkommt. Die ist nämlich direkt vom Hersteller auch nochmal in dieser Pappe eingeschlagen. Ich merke schon auf der einen Seite eine Beschriftung mit dem Maß, welche satt. In diesem Beispiel zeige ich euch eine mit 1 Meter Länge und 40 cm Tiefe, sprich für ein Aquarium mit 1 Meter mal 40 cm Grundfläche. Und wenn man die so anfasst, spürt man schon hier, wo die Beschriftung ist, da wird die Abdeckung bzw. diese Abdeckung drauf sein. Und auf der Rückseite, hier ist hohl, bedeutet, so rum wird die letztendlich draufgestellt. Und hier ist die sensible Seite, wo man jetzt beim Aufschneiden mit dem Cuttermesser auch ein bisschen vorsichtiger sein sollte, bevor man da halt irgendwas verkratzt. Aber man kann hier in diese Pappe ganz gut und locker zwischengreifen. Das Ganze vernünftig zu öffnen. So, freigelegt, schauen wir uns doch mal an, was uns da erwartet. Wie gesagt, die Pappe ist abgeschnitten. Die einzelnen Abdeckelemente, die sind hier nochmal einfach mit Tape fixiert, dass sie nicht rausfallen können. Ja, das kann man dann mal ganz einfach und problemlos entfernen. Auch mal bei diesem Tape hat man keine großen Kleberückstände. Das ist auch ganz praktisch und schön. Und dann öffnen wir einfach das eine Element mal, was hervorragend funktioniert, dass diese Haltevorrichtung, wenn man es dann so hochklappt, direkt hier hinten einhakt und man hier richtig schön viel Fläche hat zum Arbeiten. Öffnen wir die andere Seite auch nochmal. So, dann sieht man das hier. Nochmal eine Strebe zur Stabilisierung hier in der Mitte mit drin ist, wo die Abdeckelemente halt auch aufliegen. Die Technikaussparung in beiden Ecken, ich sag mal so serienmäßig. Wenn ihr die Abdeckung bei mir bestellt, könnt ihr diese Aussparung überall individuell einsetzen lassen, wo ihr wollt. Also da sind wir komplett flexibel. Ich hatte schon Kunden, die das hier auf die Seite sich haben einbauen lassen für ein Aquarium, das als Raumtrenner dient, weil dann sieht es ja einfach ja richtig blöde aus, wenn man ja mitten im Raum so eine Aussparung hat, auf die man raufschaut. Also wie gesagt, da sind wir völlig flexibel. Da kann man alles machen, was man machen möchte. Und dann gucken wir nochmal weiter rein, was auffällt in den Ecken, solche Winkel zur Stabilisierung, dass das insgesamt ja seinen rechten Winkel behält. Und was ich richtig, richtig gut finde, hier auf beiden Seiten so eine größere Ablage mit, ja wie soll man sagen, mit so einer Lippe richtig, die ist dafür da, um eine Beleuchtung hier einfach ja reinzupacken und auf diesen beiden Seiten hier jeweils aufzuhängen oder reinzuhängen. Und dann hat die dadurch richtig stabilen Halt. Das hält richtig, richtig gut. Und man kann dann auch noch die Beleuchtung ja entweder individuell auf dieser Schiene hin und her bewegen, diesen ganzen Leuchtbalken, oder auch mehrere Leuchtbalken nutzen. Also da ist man ja komplett flexibel. Halt, wie der Name schon sagt, individuell. Hier kann man halt wirklich alles machen.
Nun gehe ich mal auf eins der mit am beliebtest gestelltesten Fragen ein, und zwar zu den Maßen, ich sag mal ja, die Maße in der Abdeckung bedeutet Höhe, was ist die tatsächliche Höhe der Abdeckung, wie weit geht sie in den Sichtbereich des Aquariums rein, wie viel Platz ist für die Beleuchtung. Ja, fangen wir einfach mal an, zwecks Beleuchtung, wie gesagt, hängt man hier auf, kann man hier rüber machen, aber stößt hier oben natürlich quasi an diesen Balken dran, den man aber auch einfach rausnehmen kann, also überhaupt kein Problem, der wird hier auch nur aufgesteckt, aber wie gesagt, bringt zusätzliche Stabilität, finde ich ganz gut, wenn man den dann auch drin lassen kann. Jedenfalls, von der Kante bis hier unter sind es 5,5 cm. Ne, bedeutet, wenn man hier einen Leuchtbalken hat, der auch, ich sag mal, so ein Ständerwerk hat, was man hier an den Seiten reinstellt, bis oben hin, bis zu diesem Balken, 5,5 cm. Aber was auch wieder das Praktische ist, wenn man den dann einbaut, braucht man den dann nicht irgendwie einklemmen. Man nimmt diesen Stabilisierungsbalken hier einfach kurz raus, kann die Aquariumabdeckung reinpacken und dann steckt man den wieder drauf. Wunderbar. Die Gesamthöhe der Abdeckung. Das sind genau 10 cm und gucken wir mal rein, da wo die Abdeckung ja quasi auf dem Aquarium, auf dem Glas steht, haben wir hier ja diesen Rahmen und der hat auch hier nach unten hin eine Lippe. Das finde ich wieder das Schöne, oder was heißt das Schöne, das ist eigentlich das Muss, was jede Abdeckung haben sollte, so eine Abtropfrinne, halt bedeutet Kondenswasser, was sich hier drin bildet und runterläuft, das geht über diese Lippe und geht ins Aquarium zurück. Wir sind hier, nehmen Sie, muss ich auch nochmal schnell messen, hier mit ca. 2 cm Spiel oder bis 19 mm Glas kann man sagen, kann man hier auch wirklich arbeiten bei diesen Abdeckungen. Da kann man die einfach draufstellen. Das ist schon mal kein Problem. Und einfach dieser Bereich, wie weit geht die Innensichtbereich hinein des Aquariums, das sind genau 3 cm. Bedeutet in der Regel für die meisten aller Aquarien kriegt man so wunderbar die ja, Strebe, die oben eingeklebt ist, mit abgedeckt und auch der Wasserspiegel, der Wasserstand des Aquariums sieht man dann nicht mehr. Nun habe ich aus unserem Aquariumlager zur Veranschaulichung auch noch mal ein Aquarium mitgebracht. Das hier ist ein 1 Meter langes, 40 cm tief, klar, wie gesagt, für die Abdeckung und damit ihr ein größeres Verhältnis habt. Nur 30 cm Höhe, ganz ehrlich, damit ich es einfach hierher transportieren kann, weil mit 30 cm Höhe haben wir hier nur 6 mm Glas. Das ist schön leicht für mich selber zu tragen. So, setze ich einfach einmal drauf. Merkt ihr, habt hier genug Spiel, dass auch wenn Aquarien vielleicht mal einen Millimeter mehr irgendwie irgendwo haben, mal rausgehen. Meine meisten Aquarien sind ja nun wirklich Handarbeit, da kann schon mal hier und da irgendwas ein bisschen schief sein, dass man da kein Problem hat, solche Abdeckungen einfach draufzusetzen. So, und was ich eben schon gesagt habe, was einfach ein Muss ist, dass die Strebe, die ein Aquarium hat, hiermit abgedeckt wird, mit diesen Sichtblende, die hier halt ja, 3 cm reingeht ins Aquarium. Von hier sieht man es auch nochmal ganz schön. Und dass man dann halt auch, ja, wenn wie in dem Fall die Strebe auch mal so ein bisschen weiter unten sitzt und auch oben noch recht viel Spiel hat, dass man das Wasser aber so weit befüllen kann, dass es nicht gegen die Strebe gegendrückt und trotzdem noch von der Abdeckung als Sichtschutz ja einfach kaschiert wird. So, nun nochmal mit Abdeckung und wie man sieht, absolut rundes Bild, sieht echt spitzenmäßig aus. Und wie schon gezeigt, mit der Abdeckung lässt sich einfach hochheben. Man kann super gut dran arbeiten, hat hier schön viel Platz und kann es genauso gut ja ganz schnell dann wieder zumachen. Zack. Und wie gesagt, funktioniert einwandfrei, hält eine Ewigkeit und bietet einen garantiert richtig viel Spaß.
Nun bin ich gespannt, was du zu dieser Abdeckung sagst. Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn du sonst noch Fragen dazu hast, schreib es auch einfach in die Kommentare, dann beantworte ich es dort auch sehr gerne, weil das Schöne ist, dort sehen es dann immer alle, die vielleicht auch eine ähnliche Frage haben oder deren Frage dann schon direkt beantwortet wird. Ansonsten, wenn irgendwas individuell für dich dann hier hergestellt werden soll, ganz anderes Maß als hier im Shop angeboten wird oder sogar eine ganz andere Bauform, also da geht auch alles Mögliche. Schreib mich einfach an info@amazonasbecken.eu, wird hier auch nochmal eingeblendet. Und wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Genauso wie natürlich meine Aquarien, was ich eben schon gesagt habe. Ich bin mal eben zum Aquariumlager gefahren. In meinem Aquariumlager habe ich derzeit über 170 verschiedene Sondermaß-Aquarien, also nichts von der Stange, genauso wie dieses hier. Ich meine, mit einer 40er Höhe gibt es das ja als Standard-Aquarium wahrscheinlich ja in jedem Baumarkt zu kaufen, das irgendwie Aquaristikbedarf führt. Und bei mir bekommt ihr die Sondermaß-Aquarien, die es sonst halt wirklich nirgendwo gibt. Und davon, wie gesagt, richtig viel vorrätig, immer über 1000 Aquarien direkt auf Lager, die man sofort abholen kann oder die ich auch schnell verschicken kann. In dem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Danke für das Interesse an die Abdeckung, an die Arbeit, die ich mache. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und auch von dem Aquarium hinter mir, weil so viel lasst gesagt sein, hier wird demnächst richtig fette Umgestaltung stattfinden. Mit Adri Baumann, dem zweifachen Aquascaping-Weltmeister, werden wir uns das 4500 Liter Becken vornehmen. Also abonniert den Kanal, seid dabei, wenn es hier bei uns weitergeht. In dem Sinne, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Torben von Amazonasbecken.eu.